In die neun Felder der Tabelle unten müssen die ganzen Zahlen von 1 bis 9 geschrieben werden. Das Produkt der Zahlen einer Spalte entspricht der Zahl über der Spalte. Das gleiche gilt für die Zeilen. Welche Zahl befindet sich im mittleren Feld? Wir suchen also die Zahl, die wir hier eintragen müssen. Um die herauszufinden, zerlegen wir diese 6 Zahlen in Primfaktoren. Die 36, das ist 4 mal 9, also 2 hoch 2 mal 3 hoch 2. Die 315, das ist 9 mal 35. Also 3 hoch 2 mal 5 mal 7. Die 32, das ist 2 hoch 5. Die 80, das ist 16 mal 5, also 2 hoch 4 mal 5. Die 84, das ist 4 mal 21, also 2 hoch 2 mal 3 mal 7. Und die 54, das ist 27 mal 2, also 3 hoch 3 mal 2. Die Zahl, die wir hier eintragen müssen, muss ein gemeinsamer Teiler von 315 und 84 sein. Die 3 ist ein gemeinsamer Teiler von 315 und 84, aber die 3 kommt auch noch anderswo vor. Hingegen die 7 ist auch ein gemeinsamer Teiler von 315 und 84 und dieser gemeinsame Teiler kommt nirgendwo anders vor, also muss die Zahl, die hier einzutragen ist, die 7 sein. Demzufolge lautet die Endantwort auf die gestellte Frage 7.